Wir sind in Lauchstädt es seit über 300 Jahren gewöhnt, Gäste zu empfangen. Das liegt im Wesen einer Kurstadt und ich freue mich natürlich, dass eine solche hochkarätige Veranstaltung heute hier im Kursaal stattfindet. Mit Europa verbindet mich der Wunsch, dass die Europäer nie wieder miteinander Krieg führen und dass es gelungen ist, trotz des letzten schrecklichen Weltkriegs die Länder zusammenzubekommen. Herr Professor Biedenkopf ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und das im Zusammenhang mit Herrn Sven Schulze zu sehen, unserem Europaabgeordneten hier in dieser Stadt, ist schon eine besondere Ehre. Also Europa, die Europäische Union, ist für uns ein ganz wichtiges Projekt, auch hier in Sachsen-Anhalt, ja, auch im Saalekreis, weil wir aus vielerlei Hinsicht von Europa profitieren. Das ist einmal der europäische Binnenmarkt, viele Unternehmen, auch hier in der Region, exportieren ihre Produkte, die sie hier herstellen, in die Europäische Union. Und wenn die Unternehmen in den verschiedenen Ländern sich in die Haare kriegen, weil sie konkurrieren, dann ist es ganz wichtig, dass es eine Basis gibt, auf der man zusammenbleibt. Und natürlich ist auch Europa wichtig für den Landkreis, weil wir viele Menschen haben, die pendeln, nicht nur zwischen den Bundesländern oder den Landkreisen, sondern auch zwischen den Staaten in Europa. Wenn wir beispielsweise sagen, wir wollen ein offenes Europa im Inneren haben, dann müssen wir auch Außengrenzen geschützt haben. Wir wollen also wissen, wer befindet sich in Europa. Wir müssen einen internationalen Datenaustausch haben. Und das sind große Herausforderungen, die uns auch innerhalb der Europäischen Union bevorstehen. Europa ist unabhängig davon, ob es raufgeht oder runtergeht, in der Wirtschaft immer noch eine Einheit.